Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Kaosti und heute gibt es ein neues Video zu Eve Echoes. Und zwar gibt es heute ein kleines Video zur Incursus Assault, also wie heißt die? Angriff? Oder so? Genau, Incursus Angriff ist eine Angriffsfregatte, wie der Name ja schon sagt. Diese benutze ich persönlich jetzt mehr zum Farmen, also PvE-mäßig. Deswegen, das sieht man dann halt eben auch ein bisschen an den Rigs. Da ich ja hauptsächlich auf Fregatte spiele und eben ein Fan von Railguns bin und es kein Video zu dieser gibt, dachte ich mir, mache ich ein Video. Und ja, also zurück zum Fitting. Ich spiele, wie gesagt, mit Small Ray Guns. Ich nehme nicht die Snubnose, weil ich sonst zu nah bin. Das ist mir ein bisschen zu riskant, weil man hat ja mit den Dingern trotzdem nur eine optimale Reichweite von 1,8 Kilometer. Das ist nichts. Also ich bin dann in Web Range und das ist für eine Fregatte gefährlich. Und deswegen nehme ich Coaffe Small Rifle Ray Guns. Die Coaffe sind mit die zweitstärksten. Kosten nichts. 1 Million ist eigentlich wirklich nichts. 3 Stück davon. Dazu gibt es ein Afterburner. Auch wenn dieses Schiff hier als Bonus auf MWD bekommt. Ich bin kein Fan von MWD, seitdem es jetzt die Warp Scrambler gibt. Wenn irgendjemand in meine Reichweite kommt und die NPCs haben ja jetzt mittlerweile auch Warp Scrambler, wenn irgendwas halt eben in meine Reichweite kommt, mich scrambelt, tucke ich nur noch mit 500 Meter die Sekunde rum. Das ist mir zu gefährlich. Deswegen fliege ich lieber hier mit meiner Incursus, halt eben im Afterburner rum und habe immer die Möglichkeit eben wegzukommen, wenn was ist. Ansonsten, da wir ja eh gerade hier sind, als Schiffsbonus bietet es 5 Sekunden längere Aktivierungszeit von dem, wie ist es hier, Magnetic Field Stabilizer, genau. Dann eben, wie gesagt, auf MWD gibt es auf Stufe 5 die Hälfte an Signaturratius Abzug. Also du bekommst nur noch die 50% eine Erhöhung des Signaturradius, das er beim MWD ist, und du hast 25% weniger Energiespeicherverbrauch. Und fortgeschrittene Fregattenbonus sind auf Stufe 5 dann 37,5% Schaden, 37,5% Reichweite und 37,5% Panzerreparatursystems effizient. Das heißt, mehr Schaden, mehr Reichweite und ihr repariert euch mehr. Ansonsten, ganz normale Fregatte, hat nicht viel Verteidigung. Ist jetzt allerdings auch nicht so die schnellste, muss ich sagen. Wie gesagt, ich habe jetzt hier von 490 Meter die Sekunde ohne Afterburner. Ansonsten, Energiespeicher 647, ich weiß nicht, ob das jetzt viel ist oder nicht. Damit habe ich mich zu wenig beschäftigt. Jo, ansonsten nach dem Afterburner eben, wie gesagt, ein Magnetic Field Stabilizer. Ich habe jetzt nur ein Basic genommen, weil ich den halt eben gerade rumliegen hatte. Und eben ein Imperial Navy Small Armor Repairer. Bin ich jetzt bei 175 Panzerreparatur. Ist jetzt nicht die Welt, aber alle knapp 5 Sekunden geht's eigentlich. Wenn man jetzt bedenkt, meine Armor ist bei 3300. Also, ja, upsala, geht. Dann einmal einen Web. Ich habe da Federation Navy genommen, weil ich den halt eben auch rumliegen hatte. Bin ich bei 13 Kilometer. Ich fliege, also mein Orbit ist 16 Kilometer. Das heißt, sobald irgendwas näher kommt, web ich's. Dann habe ich sicherheitshalber einen Web Disruptor dabei. Und habe einen Guidance Disruptor. Hat den Grund, weil ich ja trotzdem hier in dem Gebiet, wo ich jetzt farme, die Gefahr besteht, dass ich halt eben angegriffen werde. Und da ja Raketen
viel genutzt werden im Moment. Also gefühlt rennt oder fliegt ja jeder, der jetzt keine Faction-Fregatte oder Faction-Cruiser oder sowas fliegt, fliegt ja mit Raketen rum. Dementsprechend dachte ich, das wäre vielleicht eine gute Idee. Ansonsten sollte ich eigentlich mit dem Schiff trotzdem mich behaupten können. Hoffe ich zumindest. Ich weiß es nicht, ich hatte noch keinen PvP-Kampf mit dem. So, wer das nicht weiß, bringt 22% weniger Flugdauer. Explosionsradius wird vergrößert und die Geschwindigkeit vom Geschwindigkeit von der Explosion wird verkürzt. Habe ich eine Reichweite von 36 Kilometer, also definitiv kann ich das nutzen. Ansonsten, Rigs, ein Railgun Burst Aerator, das heißt, verkürzt die Aktivierungszeit. Habe ich mir mal gegönnt. Dazu habe ich Antikinetik und Antithermal. Einfach weil ich ja hier, ich bin in Syndicate. Ne? Also aktuell bin ich da hier, weil da eben eine Station ist. Deswegen bin ich jetzt hier gerade angedockt. Und fliegt dann hier auch rum, dass ich jetzt nicht mache, weil hier sind gerade 16 Leute drinne. Überwiegend sind es meiner, aber ich will ja nichts, na, ich will nichts provozieren, jetzt, indem ich kurz rumfliege und zeige, wie schnell es fliegt und so weiter. Das mache ich dann, wenn ich in eine Anomalie fliege. Ja, wie gesagt, das ist das Schiff, was ich jetzt im Moment nutze. Farme damit T5, T6 Anomalien. Und wie gesagt, bin hier in Syndicate. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit auf Railgun Rigs. Und mit den Railgun Rigs will ich mir dann eine Incursus Assault für PvP bauen. Und möchte dann auch meine Daredevil gern mit T2 oder wenn ich Glück habe, vielleicht sogar T3 Rigs ausstatten. Damit die dann auch ein bisschen mehr Bums hat. Ansonsten ist das jetzt erstmal kurz die Vorstellung. Ich werde jetzt demnächst in eine Anomalie fliegen und dann mal zeigen, wie sich das Schiffchen so macht. Wie gesagt, im Moment bin ich jetzt bei 162 DPS. Und ja. Ich bin gespannt. Also, dann sehen wir uns gleich in der Anomalie. So, hier haben wir jetzt ein System, wo ich alleine bin und haben T6 Anomalien. Lieber wären mir zwar T5 Anomalien in der T6 hier Dingens. Er heißt T5 Anomalien oder T5 Basis in einem T6 System, weil oh, oder weil diese Spezialanomalien bekommt man am besten, wenn man nur die Basen oder nur die Anomalien kaputt macht, die von der Basis beschwören werden oder wie auch immer. Also, warte. Warte, warte, warte. Wenn ihr jetzt guckt, hier sind jetzt T6, also eine 6er Basis und das System macht 6er Anomalien. Das ist in dem Sinne doof, weil man dann weiß, welches Anomalien die Basis heraufbeschwören und welche halt eben vom System generiert werden. Denn es gibt, also, sieht komisch aus. Es gibt zweierlei. Ja, wie soll ich sagen? Es gibt einen Unterschied von der
Beschwörungszeit, die, wie soll ich das sagen, Systemanomalien dauern länger, bis sie halt eben wieder auftauchen, wie Basisanomalien. Ich glaube, so ist es am verständlichsten. Das heißt, die Basisanomalien werden am schnellsten respawned und dementsprechend ist da die Möglichkeit schneller da, eben eine Spezialanomalie zu beschwören. Deswegen ist eigentlich das Beste, wenn ihr ein System habt, wo die Basis ein Level niedriger ist, oder halt eben zwei Level, je nachdem, niedriger ist wie das die System, damit ihr halt eben seht, welche die Basisanomalien sind. Natürlich sollt ihr nicht die Basis zerstören, weil es dauert halt eben trotzdem wieder Zeit, bis die dann wieder hochgelevelt ist. Weil die Basis, die regeneriert sich mit der Zeit wieder auf das Level, wo sie halt eben, wo das System hat, wie hier jetzt 6-6. So ist es auch mit der Basis. Allerdings, wie gesagt, es dauert halt eben seine Zeit. Also ich glaube, bis zu T6 dauert es, oder bis zu T5, habe ich mal irgendwie gelesen, dauert es bis zu einer Woche oder so, bis er wieder auf dem Level ist. Und bis T7 dauert es 2 Wochen oder so. Schön. Ach, keine Ahnung, irgendwie sowas. Aber naja, hier wie gesagt, bin ich jetzt gerade allein. Das ist auch ganz gut so, weil ich wie gesagt ja nicht weiß, wie die sich jetzt so macht. Oh, Entschuldigung. Oh, ich habe gestern Spätschicht gehabt, jetzt habe ich heute Frühschicht. Das ist echt nervig. Aber naja, nützt ja nichts. Ich loote natürlich fleißig halt eben das ganze Zeug, bis ich platze. Es bringt zwar nicht viel, aber ein bisschen Unterschied oder ein bisschen Kohle kann man damit schon machen. Und so ist das Ganze eben mit der hier, mit der Incursus Assault. Also ich fliege generell meine Fregatten auf 15, 16 Kilometer, da meine Skills halt eben aktuell soweit sind. Ich sage wirklich aktuell, denn warte mal, ich kann es ja gleich mal zeichnen. Wir umkreisen die mal gleich. So, ich bin fortgeschrittene Fregattenkommando, also allgemein Fregattenkommando, ziemlich weit schon. Hab keine Zerstörer, keine Kreuzer-Skills mehr, nur Schlachtkreuzer. Der hier, Nachbrenner, MWD. Dann hier dasselbe, Fregatte, Schlachtkreuzer. Und dann habe ich hier meine kleinen Railguns, meine mittleren Railguns und einen ganzen Arsch voll Drohnen-Skills. Recht hoch, würde ich meinen. Na, 553, 453 und hier haben wir 553. Und ich werde die ganzen Drohnen-Skills, die mittleren Railguns und die Schlachtkreuzer-Skills alle resetten. Und werde komplett auf Fregatten gehen, weil, keine Ahnung, wir machen Fregatten einfach meist Spaß. Es ist halt eben, man muss sich ein bisschen mehr drauf konzentrieren. Es ist natürlich ein bisschen schwerer, Fregatten zu spielen, weil, wenn du nicht aufpasst, ja, macht's Puff und du bist weg. Gerade halt eben mit PvP habe ich das ziemlich gemerkt jetzt schon. Aber keine Ahnung. Mir gefällt es schneller. Das ist halt eben trotzdem. Auch bei Rollenspiele oder MMORPGs oder sowas.
Ich habe nie einen Super Tank gespielt oder sowas. Ich habe immer so einen Schurken gespielt oder einen Assassine oder einen Rogue, was auch immer. Ein Dieb. Irgendwas, was schnell ist, schnell angreift und dafür halt eben nicht so viel Verteidigung hat. Und da ist eigentlich eine Fregatte genau das Richtige. Also Fregatte oder Zerstörer. Und da gefallen mir die Fregatten dann eigentlich besser, weil die trotzdem ein bisschen mehr Speed haben und dementsprechend dann auch mal als Tackler halt eben unterwegs sind. Und ja, also gefällt mir gerade ziemlich gut, meine Schadenszahlen. Ja, deswegen wollte ich jetzt auch unbedingt noch das Video machen hier, bevor ich meine Skills resette. Ich habe mir jetzt das ganze Plex dafür gegönnt. Also es sind 1600 Plex, was ich jetzt da reinpumpe, in meine Skills zu resetten. Es ist schon echt Wahnsinn, wie viel Skillpunkte so in den Drohnen-Skills stecken. Also hätte ich echt nicht gedacht. Aber na gut. Naja. Dann will ich mal gucken, anhand von der Inkursus hier, was das dann tatsächlich für einen Unterschied macht. Mit, ja, ich will ja nicht sagen, ich habe schlechte Skills, weil meine Skills sind ja trotzdem einigermaßen okay, würde ich jetzt meinen. Mit 4, 4, 4, 4, glaube ich, in Railguns. Und halt eben dann 5, 5, 3. Und ja, mal gucken. So, die Anomalie mache ich jetzt noch fertig. Und dann war es das für dieses Video. Wie gesagt, ich wollte einfach mal kurz zeigen, wie es sich so macht. Also sie könnte tatsächlich eigentlich ein bisschen schneller fliegen. Ich hätte echt gedacht, es ist ein bisschen flotter. Vielleicht hole ich mir trotzdem noch ein MWD. Entschuldigung. Und benutze sie trotzdem mit einem MWD. Ich weiß nicht. Gesagt, bin ich eigentlich echt kein Freund von, aber ach, dieser Grafikbug. Also seit dem letzten Update finde ich immer mehr Bugs. Auch wenn ich über Corporation auf das Corporation Büro gehe, sehe ich immer 0 Jumps Entfernung. Obwohl ich jetzt, wie hier gerade, ich glaube, keine Ahnung, ich bin 40 Jumps oder sowas entfernt. Weil wir sitzen ja nicht hier im Syndicate. Leider eigentlich. Wenn wir hier eine Pocket hätten, wäre das richtig cool. Dann wäre ich umzingelt von Mates und könnte ein wenig entspannter farmen. Ich müsste nicht wie hier immer gucken, oh Gott, es springt irgendwas ins System. Aber naja. So, das haben wir jetzt gleich. Ach, ich habe meinen Stabilizer wieder vergessen. Was macht der? Ach nee, 8,3 Bonus. Was? 13,3 Schadensbonus? Ernsthaft? Ich dachte, das ist wie bei Drone Damage, dass es 5% bringt. Boom. Ich vertick auch gerade mein ganzes Gear für meinen Schlachtkreuzer. Also falls zufällig jemand eine Myrmidon kaufen möchte mit T2 und T3 Rigs, ne? Schreibt mich an.
Also mit der Myrmidon habe ich eine T10 Story, die Angel oder Devil Solo gemacht. Semi-AFK. Ich habe zwar das Gear nicht mehr dazu, aber das Schiff können wir gerne haben. Kostet auch nur noch 550 Millionen, damit es weg ist und fertig. Ich schippe es auch in welches High-Sec, wie ihr wollt. Mal dann fliege ich aus dem Null-Sec raus, wo es im Moment sitzt. Ob es nach Cheetah ist, Alicara oder sonst wohin, das ist mir wurscht. Hauptsache verkauft. Eigentlich könnte ich, wenn ich eh nicht so schnell fliege, eigentlich den Radius auf 12 machen. Bin ich immer in optimal Range. Und das war das letzte Schiff. Jetzt sammle ich das hier noch ein bisschen ein. Zumindest die Kreuzer-Sachen. Und dann fliegen wir in die nächste. So, und das ist eigentlich halt eben die Incursus Assault für den PvE-Bereich. Wie gesagt, ich umkreise halt eben jetzt mit 12 Kilometer, schieße auf die Gegner und fertig. Notfalls habe ich halt eben meinen Repairer. Aber wie gesagt, den brauche ich irgendwie nicht so wirklich. Halt, machen wir erstmal auf die. Notfalls habe ich eben den Guidance Disruptor. Ich habe keine Ahnung, wie der sich macht. Ich dachte mir einfach, es wäre eine gute Möglichkeit, weil NOS brauche ich nicht. So viel habe ich nicht aktiv. Na gut, außer ich habe halt eben hoch alles an. Afterburner. Und halt eben den Armor Repairer. Aber keine Ahnung. Habe ich noch nicht probiert. Alles klar. Dann war es das jetzt. Und wie gesagt, dadurch, dass ich halt eben meine anderen Skills jetzt alle in Fregatten-Skills pumpe, folgen jetzt demnächst häufiger Videos mit Fregatten. Ich hoffe, das ist okay. Vor allem suche ich mir, also ich mache keine, ja, wie soll ich sagen, da ich, dass ich auf Railguns stehe, gibt es keine Videos, die es jetzt Wunder wie oft schon gibt, weil die meisten Leute natürlich mit Raketen spielen. Und ja, mal gucken, ich hab sogar letztens überlegt, ob ich mir mal eine Hound hole. Beziehungsweise wiederholen, weil meine letzte ist geplatzt. Mir eine Hound hole und die mal mit kleinen Railguns vollpacke, um mal zu gucken, wie das so ist. Wäre bestimmt auch ganz cool. Okay. Wie gesagt, das war der kleine Ausflug. Und dann sehen wir uns das nächste Mal.
wenn ich meine Skills resettet habe. Und dann gucken wir uns mal an, wie dann tatsächlich der Unterschied ist. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.